Alienobjekt in Sicht. So, eigentlich müsste das hier reichen, wenn wir hier hingehen. Achso, jetzt wieder gespurtet, ne? Ah. Können wir es nicht anklicken? Begebe mich auf Position. So, dann hier hin und Feldposten. Können ja ruhig mal hier oben hin. Na? Ausgerechnet hier hinter die Deckung geht's nicht, ja? Ich kann hier hinrennen, aber nicht dorthin. Na gut, wahrscheinlich ist es kein... Doch, klar. Ich meine, ich kann ja auch da hinrennen, aber nicht hier. Ha. So, ja, ich glaube, ihn kann ich dann auch spurten lassen. Bin unterwegs zum Ziel. Ist ein bisschen riskant hier drüben, die Ecke, ne? Man weiß nicht, wenn da hinten da ist so eine Leiche oder sowas. Ja. Da wird sie möglicherweise auch einen Gegner entdecken. Ich gehe mal hier hin. Dann lasse ich ihn nachher hier vorrücken. Vielleicht entdeckt er das und dann kann sie die so flankieren. So, er hört hier was aus der Richtung. Hören Sie was? Unter Kontrolle. Verstanden. Unterwegs. So, eigentlich hat er oder sie ein ganz gutes Sichtfeld. Also ich hätte wahrscheinlich sogar hochrennen können mit ihm. Gehe ich hier in die Ecke. Oh, das ist ja mein Super Medi. Ah. Dem hätte ich es nicht machen sollen, aber es ging doch mal gut. Ja, probieren wir einfach aus. Das hätte man jetzt mit so einem Flächenschuss machen können. Tod ist tot, ja. Waffenfragmente brauchen wir eh nicht. Hauptsache, er ist weg. Hab's gehört. So. Eigentlich kein Grund zur Eile, wir können hier ganz normal hingehen. Ah, der sitzt da um die Ecke, okay. Das heißt, man könnte den flankieren von hier aus. Ich kann aber erstmal auf Feldposten machen. Mit ihm hier hochgehen, ist das eine gute Idee. Hier ist so eine komische Leiche. Ich würde jetzt ungern wieder gleich in Alien rennen. Aber man muss. Ne? Also ich kann hoch und wieder runter zur Not. Hier ist keine Ahnung, können wir hier in Deckung gehen. In Ordnung, Commander. Nachladen, nicht vergessen. Waffensysteme bereit.
kann sie ja doch hier rumgehen. Tja, und sie, bin ich hier schon wieder mit dem Medi, mit der super guten da hochgegangen. Wir machen es nee, nicht so, sondern gar nicht. Wir bleiben da stehen. Sie treten den Rückzug an! Ja, genau. Das war der Plan. Okay, wir haben da hinten vier Gegner. Ich hab die Ware. Und möglicherweise sollte ich hier einfach wieder in Deckung gehen. Ja, das ist interessant, weil natürlich die Schweber auch hier hochkommen können. Also ich gehe mal hier hin. Und Feldpost nur danach laden. Lieber Feldposten. Er könnte hier hingehen. Ich mache mich auf den Weg. %39. Weiß nicht, ob ich das mal ausprobieren will mit dem Ding. Flammenwerfer reicht nicht allzu weit. Ja, dann schießen wir ganz normal. Daneben. Und hier ein Raketenstart. Das sieht mir nach einem ganz netten Schuss aus. Mit Vergnügen. Ah, ich habe nur einen von denen bekommen. Im Laufschritt. Ich dachte, dass ich den links da auch noch kriege, den hier. Der mich flankiert, ja, okay. Aber macht nicht allzu viel Schaden. Das ist in Ordnung. Kann ich mit leben. So, der sieht den. So, und jetzt wäre es eigentlich richtig, mit ihr hier nach dort zu gehen und den da umzubringen. Aber eigentlich erst, wenn der hier tot ist. Wir gehen da einfach ein Stückchen dichter ran. Wir gehen einfach direkt runter. Jawohl. Ein Schaden wieder. Oh Mann, Mann, Mann. 38. Holo-Ziel. Da habe ich das da hier echt schon gelernt gehabt. Wusste ich gar nicht mehr. So. Mich auf Position. Jetzt die Aktion hier. 93%. Moment mal kurz. Offensiv 73, weiß ich nicht, ist das die Trefferquote, Trefferwahrscheinlichkeit? Müssen wir nachher nochmal gucken bei Sarah. Das scheint mir echt gut zu sein.
Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Ja. Lief tatsächlich ganz gut. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich bin beeindruckt, dass es Ihnen ohne eigene Verluste gelungen ist, so viel von der Meldsubstanz in unserem Besitz zu bringen. Ja, gern geschehen. Na gut. Stadtkampfabzeichen. Ja, vergebe ich später wieder. Und dafür haben wir halt mehr Panik in der anderen Region. Wir behalten sie im Auge. Aber wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir bauen Satellitenkontrollzentrum. Vierzehn Tage. Und Werkstatt eigentlich. Oder eine Gießerei. Kostet das hier? Nee, nicht Genlabor, wenn ich jetzt sage, zu spät dann. Nee, ich kann nochmal drauf drücken. Deine Energie kostet hier 75. Und hier auch 75, okay. Nochmal hier, ja, okay. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob die Etage hier eine Rolle spielt. Tja, Gießerei oder Werkstatt? Eigentlich muss, wenn dann hier, und warum geht nicht eine Werkstatt? Weil uns Geld fehlt. Ja, dann machen wir die Gießerei, weil Werkstatt haben wir ja schon. Und gucken wir mal, was da Neues gibt. Ach so, das Ding mit der Priorität, ja. Ja, mal kurz gucken, was wir verkaufen können. Also wahrscheinlich haben wir wieder nicht genug Energie. Aber die Sektoiden haben wir, glaube ich, schon erforscht. Die brauchen wir gar nicht mehr. So. Nee, hier hin. Ganz kurz gucken. Ah ja, energievoll, genau. Wir brauchen ein neues Kraftwerk. Und das bauen wir. Tja. Dann dort. Für den Verbund-Bonus. Dann machen wir hier irgendwie Labore runter. Jo. Okay. Panik in Russland und wir können nichts dagegen tun. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Wir können uns ja natürlich auch noch einen neuen Mech bauen. Diesmal mit kinetischer Schlag. Ja, warum nicht? Jetzt brauchen wir nur noch einen Mech-Soldaten. Jetzt echt am Überlegen. Vielleicht so einen Typen hier. Bonus.
Das Schwert heißt Körperschutzschild. Yep. Sobald die erforderlichen Amputationen vorgenommen worden sind, werden unsere Techniker die Cyberanzug-Interfaces in die verbleibende Knochenstruktur des Freiwilligen einpflanzen. Okay. Irgendwie muss man ja sein Geld loswerden. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Größe Mittel und ich habe nichts, noch nichts in den Abfangjägern eingebaut. Bereit für Nahkampf. Oh, wir haben es tatsächlich abgeschossen. Ich war gerade dabei, das abzubrechen. So, die Truppe ist eigentlich ganz okay. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Das UFO ist in ein dicht besiedeltes Stadtgebiet gestürzt. Wir müssen hin und das Gebiet sichern, bevor eine Panik ausbricht. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Sturm. Okay. Und Meld gibt's auch wieder. Packen wir es an. Alien-Objekt in Sicht. Wir haben nur 4 Runden, um dorthin zu kommen. Gerade, dass der doch Feldposten hat er auch. Naja, dann machen wir das mal. Die kann vielleicht da drüben wieder erstmal absichern. Und Anderson geht mit nach vorne oder kann ganz nach vorne gehen. Okay, noch jemand mit einem Reflexschuss? Ja. Jawohl. Der ist raus aus dem Spiel. Oh, und dann noch 2. Gehen wir. Weiß noch nicht. Gehen wir ganz nach vorne. Es wird schon gut gehen. Bin unterwegs. 53% Chance. Naja, warum nicht? Tja, und er hier rückt einfach langsam vor. Zu neuer Position. Ach, er kann 3-mal schießen sogar. Oder sieht es nur so aus?
Ich brauche bald Munition. Schuss ging nicht ins Ziel.